Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich. Heute nehme ich dich mit auf eine Reise zu Lösungen deiner Konflikte. Ich erzähle dir dazu auch eine Herzensgeschichte, die ich sehr berührend finde. Und ich gebe dir Clearing-Sätze mit, die du in der nächsten Herausforderung dann für dich gut anwenden kannst. Mein Name ist Amo-Monika Abfalter. Ich freue mich über dein Like und über dein Abo und natürlich auch immer über deine Kommentare, über deine Erfahrungen und auch gerne über Fragen, die ich dann in neuen Videos beantworte. Ja, starten wir gleich mal mit der Geschichte. Vielleicht noch einen tiefen Atemzug. Ja, ganz wichtig, nimm auch, wenn du jetzt kannst, ein Stück Papier und etwas zum Schreiben. Es wäre gut, wenn du was notieren kannst. So, dann starten wir mal mit der Geschichte. Vielleicht kennst du sie schon, vielleicht hast du sie auch schon mal erlebt. In einem Dorf, ein reicher Herr hat ein Grundstück gehabt neben einem Menschen, der nicht besonders viel Geld hatte, aber sehr glücklich war und da mit seiner Familie gelebt hat, einen ganz bezaubernden Garten hatte. Und der reiche Herr war da so beim Bauen und hat sich gedacht, ja, dem ist das eh wurscht, dem Nachbarn, da lade ich jetzt einfach mal meinen Schutt da ab. Und hat einfach seinen Schutt, seinen Müll, alles da abgeladen. Und in der Früh, wie der arme Nachbar rausgegangen ist, hat er diesen Müll gesehen, hat dann den ganzen Tag damit verbracht, den wieder abzutragen und ist am nächsten Tag zu dem reichen Herrn gegangen mit einem riesigen Blumenstrauß, den er in seinem eigenen Garten gepflückt hat. Das hat geduftet, das hat ganz köstlich ausgesehen. Es war eine Vielfalt an Farben, so wie das eben auf Wiesen ist. Und wie der reiche Mann die Tür geöffnet hat, hat er sich sehr berührt gefühlt im Herzen, hat sich auch kurz geschämt, es war ihm unangenehm. Und er hat dann gefragt, und wieso schenkst du mir da jetzt Blumen? Und der arme Mann hat gesagt, jeder schenkt das, was er im Herzen trägt. Jeder schenkt das, was er im Herzen trägt. Und so ist es auch mit Konflikten. Wir schenken uns die Konflikte. Und anders als in der Geschichte, oder genauso wie in der Geschichte im Grunde, ist ja der Punkt darin auch, dass aus dem Müll dann die Erkenntnis des echten Schenkens kommt. Und so ist es auch in der Permakultur, wenn wir die Dinge zum Verrotten in den Garten legen, wenn wir Gemüse, Abfälle und so weiter hineinlegen und da dann dieser Humus entsteht, der Kompost, auf dem die neuen Dinge dann so richtig, richtig gut wachsen können. Und so ist es im Grund mit Konflikten auch. Die Konflikte sind, also es gibt verschiedene Ebenen. Also einerseits sind sie dafür da, dass Energie frei wird und es gibt Wesen, die sich von der Energie nähern. Das ist aber heute nicht der Punkt, auf den ich eingehen möchte, sondern dass wir, indem wir überhaupt wahrnehmen, dass jetzt ein Ungleichgewicht ist, eine Imbalance, dass wir gerne etwas verändern möchten, dass wir uns nicht wohl in unserer Haut fühlen, dass wir eben wirklich in Imbalance sind, wie wir da wieder herauskommen können. Und ich lade dich ein, jetzt ganz konkret einen aktuellen Konflikt oder deinen letzten Konflikt nochmal zu erinnern und nochmal ganz genau zu spüren, wie hat sich das angefühlt, was war so das Hauptgefühl, meistens gibt es irgendein Hauptgefühl, also Wut, Angst, Aggression, Freude, Traurigkeit. Bei Freude erleben wir es meist nicht als Konflikt, es kann aber für andere einen Konflikt verursachen, wenn wir Freude empfinden in einer Situation, in der die anderen zum Beispiel wütend oder traurig sind. Ja, jetzt geht es um deinen Konflikt.
Spür nochmal hinein, um was ist es da gegangen? Und dann spür, wenn du dir ganz ehrlich bist, war das etwas, wo du an einer Wahrheit festgehalten hast? Gibt es da immer noch irgendeinen Punkt, an dem du festhältst? Wenn der Konflikt vergangen war, bitte übersetzt dir einfach in die Vergangenheit. Also wenn du hier in dem Konflikt, in dem du gerade bist, das loslässt, woran du festhältst, nämlich vielleicht deine fixe Idee, was die Wahrheit in dieser Situation ist oder was jemand anderer oder du unbedingt tun solltest. Wenn du diese Ausschließlichkeit loslässt und auch andere Möglichkeiten gelten lässt, als die, die du dir im Moment vorstellen kannst. Und dafür brauchst du nur ins Feld geben, was gibt es hier, was ich gerade nicht sehen kann, was noch eine Möglichkeit ist, die ich nicht sehen kann. Genau, und dann spür einfach, wie sich das Feld schon verändert. Und dann habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp für dich, und zwar um Lösungen bitten. Ja, hast du schon um Lösungen gebeten? Also Gott oder die Liebe oder das Umfassende, was uns erschaffen hat, wovon wir Teil sind, oder unsere Schöpferkraft, die uns erschöpft. Hast du schon um eine Lösung gebeten? Hast du schon gesagt, ich bitte um eine Lösung, hier und jetzt für diesen Konflikt? Und hast du dich wirklich darauf eingelassen? Und jetzt lass einfach mal die inneren Bilder kommen, lass einfach alle Bilder fließen, unabhängig davon, ob dir das logisch erscheint, was da jetzt als inneres Bild kommt. Bei mir kommt zum Beispiel eine Sonne, es kommt was ganz Warmes, also Wärme. Es könnte jetzt sein, dass ich mich einfach fließen lassen kann, dass ich mir einfach Wärme selber gebe oder schenke, zum Beispiel ein warmes Bad nehme. Es kann aber auch einfach sein, dass diese Wärme allein, wenn ich an sie denke, mich schon so entspannt, dass ich neue Lösungen sehen kann. Genau, und diese Bilder lade ich dich ein, dass du sie dir für dich aufschreibst. Es kann sein, dass sie dir jetzt für den Anfang, gerade im ersten Moment, gar keinen Sinn machen. Oder für diejenigen von euch, die ganz viele Bilder haben, die so, wo richtig gleich ein Film kommt, schreibt euch diesen Film auf. Und vielleicht wollt ihr den auch erzählen, derjenigen, mit der ihr diesen Konflikt gerade teilt. Vielleicht ist es aber auch etwas, was nur zu dir gehört. Ja. Ich möchte dich einfach daran erinnern, dass Konflikte unsere Schätze sind. So wie auch die Abfälle im Garten der Humus für die nächsten blühenden Pflanzen sind. Ja, sogar über den Winter, wo Stille herrscht in vielen Bereichen des Wachsens. Sogar da kann sich dieser Bioabfall in eine schöne fruchtbare Erde fürs Frühjahr verwandeln. So, wenn du einen Konflikt hast, freu dich auf die Lösung, die dir wieder neue Lebensmöglichkeiten bringt. Und atme das auch einfach mal ein. Atme diese Lösungsenergie ein, schon mal zukünftig für alle kommenden Konflikte, Herausforderungen, Schwierigkeiten, Hindernisse. Oft ist es ja auch einfach ein Widerstand, dass wir eine gewisse Ansicht und eine gewisse Wahrnehmung nicht aufgeben wollen. Also auch hier die Bereitschaft, wirklich, wirklich loszulassen. Einfach einatmen und aus dieser Einatmung der Lösung, der Möglichkeit für eine Lösung, auch gleich nochmal die Bitte oder die Ansage ins Feld geben. Bitte zeig mir die Lösung. Ich bitte um die Lösung. Ich bin bereit für die Lösung. Lösung, bitte kommen. Und der Atem ist wirklich etwas, was dir da wirklich hilft, einzutauchen, anzunehmen, loszulassen, anzunehmen.
ganz da zu sein, in deiner Schöpferkraft zu sein. Ja, ich wünsche dir viel Freude mit der Lösung, mit der Entfaltung deines ganzen Potenzials, mit der Erinnerung an dein ganzes Potenzial. Und ich freue mich, von dir zu lesen, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, dass du hier bist und ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Alles Liebe. Tschüss.